Die Fed ist dein Freund und Helfer, so hieß es jahrelang an den Märkten. Die US-Notenbank und andere Notenbanken, die pumpen Liquidität in die Märkte, sodass jeder Rücksetzer im Grunde eine Kaufgelegenheit war, gekauft wurde by the dip, lautete das Mantra. Die Fed ist an deiner Seite. Es gab den sogenannten Fed Put, also praktisch die Versicherung, dass wenn irgendwas schief geht, die Fed dann schon in die Bresche springen würde für die Märkte. Aber das hat sich grundlegend geändert und gestern hat ein Fed-Mitglied genau das gesagt, was derzeit der Fall ist. Die US-Notenbank Fed ist gewissermaßen short auf den S&P 500. Sie freut sich, wenn die Aktienmärkte fallen. Sie freut sich sicherlich nicht über einen Crash. Nicht missverstehen, sie will keinen Crash, keine unkontrollierte Situation, aber sie will eben keine Rallye sehen, wie wir sie seit Ende Juni, Mitte Ende Juni gesehen haben. Und das hat gestern Neil Kashkari, der Agassi für das Prekariat, gestern ganz klar gesagt. Kashkari, muss man wissen, war ja immer das dovischste Mitglied, das lange überhaupt gar keine Inflation sehen wollte. Jetzt zählt er überraschenderweise zu den großen Hawks, zu den Falken, zu denjenigen, die unbedingt die Zinsen anheben wollen, um die Inflation zu bekämpfen. Neil Kashkari gestern, happy to see the stock market's reaction to Jackson Hole. Und wir wissen, wie diese Reaktion auf die Powell-Rede ausgefallen ist, mit minus 4% etwa beim Nasdaq, der S&P 500, minus 3%, andere Indizes etwa minus 3%. Also da hat es richtig gekracht. Hier sehen wir das Rote Meer gewissermaßen unter diesem Bild von Kashkari. Da hat er also wörtlich dann gesagt, ich war sehr froh zu sehen, wie die Märkte auf die Rede von Powell und Jackson Hole reagiert haben. People now understand the seriousness of our commitment to getting inflation back down to 2%. Also die Leute, die Marktteilnehmer hätten jetzt begriffen, wie ernst es der Fed doch sei mit der Bekämpfung der Inflation. Rechts sehen wir mal die sogenannten Financial Conditions, also die Finanzkonditionen, wie lax, wie straff sind die. Und die sind durch diese Rallye, die wir gesehen hatten, natürlich laxer geworden, weil die Depots immer werthaltiger wurden, das animiert die Leute zum Konsum, das schafft wiederum Nachfrage bei zu geringem Angebot, was dann den Druck auf die Inflation ausübt. Und Kashkari gestern auch ganz klar, nee, diese Rallye, die hat uns überhaupt nicht gepasst, uns Mitgliedern der Fed, wie er hier sagt, ich war not excited to see the stock market rallying after our latest Fed Open Market Committee Meeting, also nach der letzten Fed-Sitzung, denn ich weiß, wie committed wir alle sind, um die Inflation nach unten zu kriegen. Also, er war nicht glücklich über die Reaktion der Aktienmärkte und viele, viele Fed-Mitglieder hatten ja klar gemacht, wir meinen es ernst, wir werden die Zinsen weiter anheben, wir werden auch die Zinsen nicht so schnell senken. Der Markt hatte sich gesagt, okay, lass sie nochmal im September die Zinsen anheben, dann sind sie fertig, dann ist diese Geschichte beendet und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis sie angesichts einer sich abkühlenden Wirtschaft dann die Zinsen senken werden. Dieser Theorie hat die Fed gestern eine Absage erteilt. Und interessant ist, dass eben dieser Neil Kashkari, der jetzt die ganze Zeit über die Reaktion der Aktienmärkte spricht und wie froh er sei, dass die jetzt gefallen seien, der hatte noch im Mai diesen Jahres gesagt, ich habe nie den Fokus auf dem Aktienmarkt als Ziel. Also so schnell ändern sich die Zeiten hier in einem Interview mit CNBC. Also natürlich, die Fed hat auf die Aktienmärkte geachtet in Reaktion schon auf die Finanzkrise, dann etwa 2018, als wir 20% verloren hatten, als die Fed eben Zinsen angehoben hat, Bilanzreduzierung auf Autopilot. Der Aktienmarkt ist schlichtweg wichtig, weil er psychologisch wichtig ist, weil so viel dran hängt über Renten, Sparpläne mit Aktien in den USA. Viele Millionen Amerikaner haben das ja. Also natürlich ist das ein wichtiger Punkt, auf den die US-Notenbank achtet. Sie will die Nachfrage senken. Und diese Rallye, die wir gesehen hatten, die hat Powell natürlich auch in Bedrängnis gebracht. Nachdem die Fed ja 14 Jahre lang im Grunde den Märkten suggeriert hat, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir helfen euch immer wieder aus der Patsche. Diesmal haben die Aktienmärkte dann eben auch gesagt, naja, die Fed wird doch bei erster Gelegenheit wieder umkippen. Also musste Paul eben praktisch 14 Jahre antrainiertes Verhalten wie bei Pavlovschen Hunden musste er versuchen zu brechen. Und das ist in einer 8-minütigen Rede durchaus
gelungen. Jetzt hat die Fed ja dieses duale Mandat, das Kashkari schon hier ins Spiel gebracht hatte, nämlich Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit möglichst niedrig und auf der anderen Seite eben Preisstabilität. Jetzt hat man ja die Märkte mit Liquidität geflutet, vorwiegend um jetzt wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit nach unten zu bekommen, vor allem in Reaktion auf die Corona-Krise. Jetzt will man offenkundig die Arbeitslosigkeit nach oben bringen, um die Inflation nach unten zu kriegen, denn zwischen diesen beiden, da klafft eine ziemliche Lücke. Also es ist ein ziemliches Trauerspiel letztendlich, was da passiert. Hier sehen wir nochmal die Financial Conditions, die jetzt wieder ein bisschen straffer geworden sind nach der Rede von Jerome Powell und den Verlusten, die wir vor allem dann am Freitag gesehen hatten. Und hier sehen wir nochmal die Lücke zwischen dem Nasdaq und den Rate Hike Expectations. Normalerweise ist das wie Hündchen und Herrchen, die finden immer wieder zusammen. Manchmal aber läuft der Hund ein bisschen voraus. Das ist der Nasdaq, könnte man sagen. Wahrscheinlich muss er dann irgendwann wieder zu seinem Herrchen zurückkehren. Wichtig wird natürlich jetzt, wie wird die Inflation sich weiterentwickeln. Wir sehen vor allem eine sehr sticky, eine sehr dauerhafte, klebrige Komponente, könnte man sagen. Das sind eben die Mietpreise in den USA. In praktisch jeder Stadt zweistellige Mietpreisanstiege, in New York City 30% Anstiege, die wir hier gesehen haben, sogar für ein One-Bedroom ist sogar fast 40% gestiegen, die mit zwei Bedrooms 46,7% gestiegen. New York ist da krass, Manhattan hat neue Allzeithochs bei den Mietpreisen. Da ergibt sich dann vielleicht eben auch eine Lohnpreisspirale. Das heißt, dass in den USA eben die Löhne steigen. Das sind diese zwei Komponenten, die für ein nicht so schnelles Abflauen der Inflation sprechen in den USA. Eben diese Mietekomponente, die sehr, sehr stark gewichtet ist, fast ein Drittel mit Shelter und dann eben die Löhne, die doch relativ deutlich steigen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die 30-jährigen Fixed Mortgage Rates, also das, was Hypothekenraten betrifft, jetzt wieder bei 6% sind, knapp 6%. Das ist also wieder deutlich nach oben gegangen. Das wiederum strafft die Financial Conditions. Wir sollten nicht nur auf die Fed gucken, sagt etwa Mike Wilson, der bisher hervorragend die Dinge prognostiziert hat, der auch die Einstellung der Fed richtig prognostiziert hatte, und der sagt, ja, okay, wir waren natürlich überverkauft in den Aktienmärkten, aber das Problem ist vielleicht weniger die Fed, sondern die Earnings, also die Berichte, die die Unternehmen abgeben werden angesichts einer abkühlenden Wirtschaft. Jetzt sagt er, hatten wir die Berichtssaison in den USA gehabt, die war weniger schwach als befürchtet, aber wir werden unser Geld nicht auf etwas setzen, was weniger schwach als befürchtet ausfällt. Dazu fehlt uns schlichtweg die Story. Wir waren schlichtweg überverkauft. Jetzt haben wir halt diese Erholung gesehen, aber die übergeordnete Story sind die Gewinne der Unternehmen, so sagt es Michael Wilson. Und da hat er wahrscheinlich einen Punkt. Wenn wir uns gestern mal die Entwicklung an den Märkten anschauen, sehen wir Dow Jones 0,5%, Nasdaq wieder der schwächste, 1% im Minus. Sektoren Energie und Utilities, die einzigen Gewinner ganz unten, Technology wieder mit einem Verlust von 1,3%, also Tech-Werte wurden verprügelt. Wie geht es jetzt weiter? Gute Frage. Jedenfalls sollte man übergeordnet, wenn man all das hört, wenn man eben hört, dass die Fed diese Anstiege der Aktienmärkte nicht wünscht, dass sie nicht happy war über diese Rallye der Aktienmärkte, sollte man wahrscheinlich vorsichtig sein, allzu aggressiv auf neue Hochs zu spekulieren. Ja, wir können eine Erholung sehen, wahrscheinlich werden wir sogar auch heute schon eine Erholung sehen, aber du kämpfst hier im Grunde gegen die Fed. Don't fight the Fed, lautet auch das Mantra der Bullen in den letzten 14 Jahren, aber wenn man das Mantra ernst nimmt, dann sollte man das eben weiter ernst nehmen, und die Fed kann jetzt nicht nochmal einen Rückzieher machen, sonst würde sie wieder den Zugriff über die Märkte verlieren. Das heißt, wir werden weiterhin hawkische Aussagen der Fed-Mitglieder sehen. Auch heute stehen wieder einige auf dem Programm. Und sie haben eben kapiert, dass sie klar machen müssen, wir wollen keine steigenden Aktienmärkte, eben aufgrund der dadurch wieder steigenden Inflationsdynamik, weil das eben die Nachfrage schürt. Das ist genau der Punkt. Kommt es so jetzt wie im Jahr 2008? Wir haben ja relativ klare Chartparallelen, und durch den Abverkauf am Freitag ist dieses Szenario zumindest nicht unwahrscheinlicher geworden, wenn man so will. Ich hatte da kurz vor
der Rede von Paul, ich glaube einen Tag davor, ein Video gemacht, Paul in Jackson Hole, Parallelen zum Crash 2008. Da sehen wir doch schon sehr, sehr ähnliche Kerzen. Muss es diesmal so kommen? Nein, aber es ist eben so, dass die Chance bestanden hätte, so muss man sagen, bestanden hätte, dass wenn die Märkte Mitte der Rede von Jerome Powell nach oben durchgeschossen wären, dann wäre dieser Chartvergleich ad absurdum geführt. So ist er noch voll intakt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die einzige Zeit, als die Aktienmärkte in einem Tightening Cycle, in einem Zinsanhebungs- und Liquiditätsentzugszyklus der US-Notenbank Fed einen Boden ausgebildet hatten, das war im Jahr 1987. Damals waren die Märkte viel, 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 viel günstiger bewertet als heute. Das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Wo kann es jetzt kurzfristig hingehen? Hier sehen wir mal die zwei entscheidenden gleitenden Durchschnitte, 200-Tages-Durchschnitt, den wir ja punktgenau angetestet hatten. Und unten wartet noch der 50er-Tages-Durchschnitt. Der ist so bei 4.003 Punkten im S&P 500. Das könnten wir anlaufen. Wir sind auf kurzer Zeitebene, etwa gerade im Nasdaq, schon stark überkauft, bilden positive Divergenzen langsam aus. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt mal eine Reflexive Rally sehen, eine technische Gegenreaktion sehen, nachdem eben die Parameter schon ein bisschen überverkauft sind. Aber insgesamt sehen wir eben, dass entweder alles fällt oder alles steigt. Das ist der S&P 500, das ist auch Bitcoin. Hier mal logarithmisch gegen logarithmisch oder nominal gegen nominal sehen wir, dass Bitcoin im Grunde das vorgemacht hat, was dann der S&P nachvollzogen hat. Beide sind Liquiditätsassets, beide profitieren von einer ultralaxen Geldpolitik der US-Notenbank. Und wenn das sich umkehrt, wird es eben auch für beide mehr, also für Aktienmärkte und etwa für Bitcoin. Warum der Strompreis und Strompreis und Gaspreis fallen werden, hatte ich gestern thematisiert im Marktgeflüster. Eben weil wir es mit Fahnenstangencharts zu tun haben, die normalerweise nicht lange bestehen bleiben. Schauen wir uns das mal an. Wir hatten gestern am Strommarkt in Deutschland 345 Euro Intraday Swing. Unglaublich, wenn wir bedenken, dass zwischen 2010 und 2020 der Durchschnittspreis für Strom bei 41 Euro lag. Also wir haben ein Mehrfaches dessen an Schwankungsbreite alleine gestern gehabt, als das, was ein Jahrzehnt lang der durchschnittliche Preis für Strom war. Und hier unterhält sich jemand mit einem Penner in Anführungszeichen und sagt, ja, warum bist du hier geendet? Und dann sagt er, ich habe das Licht zu lange angelassen. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Gestern hat ja die EU beschlossen, wir machen jetzt ein Krisentreffen am 9. September und werden uns da alle Mühe geben, eben die Strompreise einzudeckeln, runterzukriegen, daraufhin eben dann 20% der Strompreis nach unten. Die EU hat schon ein bisschen lange gebraucht. Schauen wir mal, was die Chinesen machen. Li Keqiang hat jetzt gesagt, ja, wir machen jetzt mehr Policy Support als im Jahr 2020 im Corona-Crash, in der Corona-Krise. Also die Chinesen geben wieder richtig Gas, weil ihre Wirtschaft durch die Corona-Politik weiter absäuft. Auf der anderen Seite in Shenzhen, einer der wichtigsten Hubs, auch Finanzhubs, da werden jetzt Teile wieder abgesperrt, eben wegen eines Corona-Ausbruchs. Das könnte also darauf hindeuten, dass da wieder schwierige Zeiten kommen. Also es ist diese unglaubliche Widersprüchlichkeit zwischen, auf der einen Seite machen die Chinesen es komplett anders als die Restwelt, nämlich sie pumpen wieder Geld in die Märkte, während die Restwelt, USA und der Westen, Geld aus den Märkten rausziehen will. Und auf der anderen Seite sperrt man eben teilweise wieder alles zu, so oder so. Dass jetzt die Fed Short auf den S&P 500 ist, das hat manche Leute viel Geld gekostet. 2 Billionen an Marktkapitalisierung ist da verloren gegangen. Erste Empfehlung als Artikel und die zweite Artikelempfehlung, DAX mit Stabilisierungsversuch. Lage bleibt fragil. Worauf ist zu achten? Was dürfte passieren? Diese beiden Artikel möchte ich empfehlen und sage jetzt Servus und Ciao.